So, ich hoffe, ich muss den Boss nicht nochmal töten. Okay, der ist noch tot. So, wie mache ich das jetzt kaputt? Ich nehme an, ich muss die Waffe ausrüsten. Das nicht funktioniert. Vielleicht draufziehen. Ah, sehr gut. So, habe ich das jetzt erfüllt? Ja, sehr gut. Das heißt, wir laufen den ganzen Weg wieder zurück. So, attackieren wir noch eine der Ratten. Au, zweite Ratte. Ist aber unfair. Kann ich einfach zu zweit gegen mich kämpfen? Nur weil ich zu dritt gegen eine kämpfe. Rettet mich, meine Pets. Rettet mich. Jetzt, bitte. Sehr gut. Und ganz schnell wieder heilen. Und weiter geht's. Ach so, wir wollten noch unser Pet benennen. Nennen wir es mal Otep. So, ist ja schön, das hat funktioniert. Ich habe das Gefühl, die Soundeinstellungen sind irgendwie nicht so richtig klasse. Eigentlich sollte Musik. Ach Mensch, jetzt greif mich doch nicht jetzt wieder an. Ah, Karl ist tot. Au, Lemes, Lemes! So, eigentlich sollte das doch hinhauen. Machen wir das ein bisschen lauter. Ja, jetzt hört man das. Was für ein epischer Kampf. Und wir heilen uns wieder. Oh, komm schon! Nein! Macht was! Schnell! Nein! Ich will nicht schon wieder sterben! Ah, jetzt kommt noch eins an. Oh mein Gott, ich bin so tot. Ach, nein!
Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich mich ein bisschen dämlich anstelle. Ein bisschen. Naja, zumindest kenne ich den Weg zurück mittlerweile recht gut. Zum Glück hat keiner gesehen, wie ich am Anfang diese Cleaning Robots mit den Fäusten angegriffen habe und mehrmals draufgegangen bin. Das war keine schöne Vorstellung. Oh, und bis ich das Feuer gelöscht habe, oh mein Gott. Irgendwie hat das Draufklicken nicht funktioniert. Und ich stand da eine halbe Ewigkeit rum. So, dann bleiben wir erstmal am Rand. Möchte doch erstmal meine Belohnung abholen, bevor ich wieder drauf gehe. Und hier komme ich nicht lang, wie es aussieht. So, hier sollte die kleine Ratte auch gewesen sein. Genau. So, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Ja, du willst den Hammer zurück. Hier hast du ihn. Now you have to find me a woman thing? Okay. Okay, er sucht also eine kleine Königin für sich. Oh, das ganz allein. Und ich soll ja Schokolade geben. Und Blumen. Ah. Das erinnert mich irgendwie an seine Quest, die ich vor einiger Zeit mal gemacht habe. Da ging es irgendwie um Kekse und sowas. Und meine Pets sind schon wieder tot. Aber ich kann keine neuen beschwören, weil es mir sagt, ich habe schon welche. Ich verstehe. Bin ich vielleicht nur zu weit weg? Naja, dann entlassen wir die einfach wieder. Und rufen Sie wieder neu herbei.
Okay, die Mission ist erfüllt. So, Shiny Sword. Shady Guy Recovering America. Gehören die Missionsstränge zusammen? Steal some Chocolate? Wieso soll ich die denn stehlen? Kann ich die nicht einfach kaufen? Du, da hast du zufällig Schokolade. Du, rede mit mir. Hallo? Shady Guy, what is wrong? Ah, er hat ein schönes Auto, aber es wurde von ihm gestohlen. Jetzt hat er nur noch diese Mistkarre. Ja, zumindest hast du noch ein Auto. Okay, ich könnte dir ja helfen. Okay, also ich klaue sein altes Auto für ihn zurück und dafür bekomme ich sein derzeitiges. Das klingt doch schön. Ich bin ganz Ohr. Der Plan klingt aber nicht allzu toll. Ich soll so sein Auto mit einer Brechstange anschlagen, bis er kommt, und dann knüppel ich ihn nieder und klaue das Auto? Schon bessere Pläne gehört. Naja, suchen wir erstmal Schokolade. Vielleicht hat Lorelei Schokolade. Warum? Ah, das sind gar nicht meine. So, wer Keks hat, hat doch bestimmt auch Schokolade und Blumen. Nein, was ist das hier denn? Go Fresh. Ja, natürlich hat sie keine Schokolade. Wie konnte ich das auch nur denken? So, nochmal sehen, ob das hier nochmal aktiviert werden kann. Das hier, Lead King. Steel Chocolates. Genau das hier. So, mal sehen, wo uns der Wegpunkt hinführt. Ah, hier. Ha, ich bin ein Meisterdieb. So, find the Princess Lead. So, jetzt ist sie markiert. Die ist wahrscheinlich ziemlich weit weg. Naja, was soll's. Sind denn meine Pets bei mir? Ja. So, dann werden wir unterwegs noch ein bisschen an den Ratten trainieren. No, ich glaube, jetzt kommen ein bisschen zu viele von mir. Warum verschiebt sich denn das Fenster mal weiter nach oben? Jetzt kann ich es gar nicht mehr. Ah, jetzt.
So, ist die eine tot? Dann brauche ich Hilfe mit der hier. Na los. Und Karl greift derweil die andere an. Mit mir zusammen. Na komm schon, das schaffen wir doch. Kommt schon. Sehr gut. So, Karl greift dort an. Ich mach mit. Sehr gut. Also mit dem neuen Pad zusammen klappt das doch ganz gut. So, dann machen wir jetzt nochmal eine kleine Schnaufpause. Und damit meine ich, wir injizieren uns irgendwelche Drogen und fühlen uns gleich besser. Nein, jetzt falle ich runter. Ach, ich hoffe, ich komme ja wieder hoch. Ah, zum Glück. So. Wo ist denn die kleine Rattenkönigin? Nope. Ich hoffe, das Ding greift mich nicht an. Oh, nein. Ah, und jetzt sind meine Pets weg. Ach, Mann. Wieso denn nur? Ich fürchte, das Vieh schaffe ich nicht. Okay, ich renne einfach zur Königin. Ich hoffe, ich kann den Quest beenden, bevor ich draufgehe. Ah, hier ist sie. Roter Lebensbalken, schwing die Hufe. Weil, das ist ja jetzt 15 Sekunden her. Ah, sehr schön, sehr süß. Yep, das habe ich nochmal überlebt. Ich hoffe, die kleine Rattenkönigin verliebt sich nicht in uns. Ja, das wäre unangenehm. So, ich hoffe, das war's jetzt auch mit der Quest. So, jetzt versuche ich dieses... Ah, die Dinger sind überall. Dann gehen wir mal durch die Wüste. So, können wir noch eine Ratte töten? Das sind ein bisschen viele. Ach, was auch immer. Gehen wir einfach weiter. Moment, das Auto muss doch hier gleich sein.
ich das daneben hier? Naja, selbes Spiel, wieder ausruhen, heilen, aufstehen. So, ist das die Crowbar? Nein, das wollten wir nicht machen. Na, nehmen Sie doch mal. Das scheint nicht das richtige Auto zu sein. Der Punkt ist doch hier. Wie merkwürdig. Oh, ich bin durch. Mein Kram. Du bist durch mit was? Ich weiß jetzt nicht, wer von uns beiden den größeren Horror hatte. Ob das jetzt Anarchie Online ist oder den Putzen von einem Backofen. Also. Für wer auch immer gerade zuguckt, wir lassen die Frage dann mal offen. Das ist ein weißes Auto. Das schwirrt da in der Wüste herum, in der Nähe von der Position, wo du dich befindest. Okay. Schön, dass der Missionsmarker trotzdem einfach hierhin zeigt. Ja, ja, weil der spawnt auch dort in der Nähe. Es könnte natürlich jetzt durchaus sein, dass er vielleicht gar nicht da momentan ist. Also der muss immer von vorne spawnen, je nachdem, ob jetzt gerade jemand diese Mission schon mal gemacht hat oder nicht. Also er fährt auf jeden Fall in der Nähe des Missionsmarkers vorbei und bleibt auch dort in der Nähe. Aber sich ein bisschen da so umzugucken. Die Rampe runter ist natürlich auch nicht verkehrt quasi. Es ist so eine weiße Karre und der Name von diesem Typen, Mario heißt er, glaube ich, steht dann auch über der Karre drüber. Okay, na dann warte ich hier ein bisschen und kämpfe ein bisschen gegen Ratten. Jo. Ja, wie gesagt, manchmal weiß man nicht so ganz, in welchem Areal man sich schon aufhalten darf oder nicht. Auch wenn die Missionen sequenziell hintereinander sind, manchmal muss man auch ein bisschen grinden und ein paar Ratten töten zwischendurch. Nur positiv sein. Ich bin doch immer positiv. Das klang irgendwie jetzt im Hintergrund nicht immer so. Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ah, hier ist ein weißes Auto. Ah, da haben wir ihn doch. So, machen wir mal Klopfer-Klopfer bei dir. Was gerade nicht funktioniert hat. Na? Hup. Hm. Angriff? Schieß drauf? Gut, dann warten wir, bis er sie landet. Hm. Vielleicht von hier oben? Nein, jetzt fährt's wieder weg. Nein. Ach, Mano. So, vielleicht gibt die Mission mir noch mal Hinweise. Use the crowbar on the fancy guy's car to get his attention, then take him out. Hm. So landen scheint er ja nicht. So klicken, dass dieses Brechstangensymbol neben deinem Mauszeiger ist. Also einfach mit Linksklick, ne? Und dann auf das Auto, wenn du da direkt daneben stehst. Mach ich ja. Und jetzt kommt eine Ratte, die mich nervt. Ach, na komm schon, leben ist doch endlich.
das Gefühl, die Fähigkeiten meiner Pets sind nicht gerade auf lange Reichweiten gemacht. So. Vielleicht noch irgendwas anderes, was ich verwenden soll? Was ist das hier denn zum Beispiel? Ah, jetzt kommt wieder eine Ratte. Oh mein Gott. Brechstange ist das Einzige, was du da verwenden musst. Zumindest level ich ein bisschen auf, während ich die Ratten töte. Der Typ natürlich wieder quer durch die ganze Wüste gefahren. Ich glaube, ich warte lieber auf ihn. Beweg dich mal gleich so, dass du auch auf jeden Fall den Namen sehen kannst und nicht quasi direkt darunter stehst. Das habe ich schon probiert. Also ich sehe den Namen die ganze Zeit vorhin schon. Hat hier ja geparkt kurzzeitig, aber ich... Dieses Verwenden-Symbol ist einfach nicht erschienen, als ich mit dem Brechstange drüber ging. Namen sehen kannst du nicht. So, sollte er nicht so lang dauern, bis er wieder herkommt. Warte ich mal hier oben auf ihn. Vielleicht kann ich hier drauf klicken. Komm. Hopp. Das hat wieder klasse funktioniert. Oh, die... Das ist wohl ein Hologramm. Das ist wahrscheinlich das Problem. So. Kein Auto in Sicht. Irgendwie so ein Moment, wo ich diese anderen Standard-MMO-Missionen vermisse. Einfach das Töte 5 und komm zurück. Töte 5 und sammle ein paar Sachen auf und komm zurück. Ich meine, die sind zwar lahm, aber irgendwie funktionieren sie zumindest. Ist das der Mario? Ja, das ist er. Jetzt kennen wir es nochmal hier rauszukommen. Oder auch sehr beliebt. Töte 5, schaff es nicht, sterbe dort, lass dein Lootbag dort zurück, weil du es nicht mehr zurückholen kannst und verzweifle. Ja, das ist auch sehr schön. Ach, diese verfluchten Ratten. Und jetzt bin ich wieder tot. Naja, zumindest an Erfahrung sind wir reicher geworden. Ist wirklich interessant zu sehen, wie du an diesem Spiel verzweifelst, während ich nicht ein einziges Problem hatte.
Ja, ich weiß auch nicht. Also schon vorhin in der Tutorial-Gegend habe ich ja mit diesem Feuer totale Probleme gehabt. Du musstest die ja anklicken, diese kleinen brennenden Stellen mit diesem Feuerlöscher, aber das ging einfach nicht. Ich musste so oft klicken und rumprobieren und die Blickwinkel verändern, bis es mal geklappt hat. Ich bin hier schon fast am Aufgeben gewesen. Mach das mal mit der Brechstange gleich. Also erst, dass du das Symbol bekommst und dann Doppelklick, Linksklick auf ihn. Na, wie gesagt, bisher war es immer so, dass dann so ein kleines Zahnradsymbol erschien, wenn ich das Objekt ausgewählt hatte, mit dem Mauszeiger über dem zweiten Objekt drüber war. Aber das wollte bisher nicht erscheinen. Aber ich probiere mal den Doppelklick aus. Wenn nicht, breche ich die Mission ab und mache eine andere. Im Teamspeak, Push to Talk und dein Stream Voice Activated. Genau so. Ah, deswegen warst du gerade hören, obwohl du gesprochen hast. Sehr schön. Na, das Problem ist, dass ich mit SDRG immer stehen bleibe, obwohl eigentlich SDRG und W keine Kombination ist, die im Spiel funktioniert. Also ich wüsste da jetzt nicht, was ich dafür Tastenbelegungen umstellen sollte. Auch egal. So. Bisschen weiter vorn. Wahrscheinlich hat er gerade seine Runde angefangen und fährt jetzt wieder sonst wo. Ah, da ist er ja noch. Lässt sich auch stehen bleiben. So, Sprung. So. Das Ding ist ausgewählt. Ha, der Typ sagt nur Move. Ist irgendwie. Also, er reagiert ja schon mal drauf, aber. Das macht auch, wenn ich ihn normal anklicke, als hätte ich die Sprechstange nicht ausgewählt. Ah, ich muss rechts auf die Brechstange klicken, natürlich. Das musste ich vorher nie machen, aber jetzt natürlich. Sicher, okay. Naja, immer positiv bleiben. Genau. So, soll ich den jetzt einfach umbringen, oder was? So, probieren wir das mal aus. Ah, oh, jetzt kommen die Ratten wieder an. Ach, Mann! Und mein... Ja, du sollst ihn einfach umbringen. Das ist natürlich wieder mein verdammtes Zauberfenster verrückt und ich kann es nicht runterziehen. Ach, warum rückt das immer hoch? Wenn das mit den Ratten so schlimm wird, beweg dich einfach zu diesem ICC Peacekeeper. Und jetzt ist der Typ natürlich weg. Oh mein Gott. Spiel. Oh, jetzt hört mich noch die Oberratte an. Oh mein Gott. Ich renne erstmal weg. Ich frage mich, warum... Die rechte Seite, wo die ganzen Kontrollfenster reingedockt sind, ist ein Scrollbereich, den du mit dem Mausrad scrollen kannst. Deswegen verschwindet das. Ach, das ist ja nervig. Du kannst die aber auch als Undocked Floating Window in das Spiel hineinziehen. Okay. Das mache ich irgendwann mal später. Ah, da ist er ja wieder.
Nein, ich komme nicht runter. Ach, jetzt geht's wieder nicht. Mach irgendwas. Muss ich einfach mehrmals anklicken? Komm schon. Ah, jetzt ist er wieder da. Die Lösung ist also einfach ganz oft ganz verrückt klicken. Sehr gut. Und Angriff, meine Pets. Angriff. Stirbe. Ah, ist da irgendwie ein bisschen stark? Oh mein Gott. Otep, los. Lemin. Ich weiche leicht zurück. Sehr gute Akkros auf meinem Pet, was gleich drauf geht. So, Karl geht gleich drauf. Nein, geh weg. Komm schon, brauch ein neues Pet. Was ist er denn jetzt? Da, Angriff. Ah, jetzt ist mein anderes Pet tot. Ah. Nein, lass mich doch in Ruhe. Na los, Leben ist. Okay. So, jetzt müsste ich ihn kriegen können. Gleich ist er tot. Sehr schön. So, brauche ich noch irgendwelche Autoschlüssel? Nein. Was sagt der Missionsdingsterbumster? Gift des Stolen Yalmar to the Shady Guy. Habe ich das Auto jetzt im Inventar? Ah ja, natürlich, ich habe das Auto im Inventar liegen. Nanotechnik macht's möglich. Warum soll ich nicht eigentlich das bessere Auto behalten und ihm das schäbige lassen? Das wäre doch viel sinnvoller. Hm. Naja, wahrscheinlich geht das nicht. So, ich habe dein Auto. Er ist natürlich wieder besonders freundlich. Ja, du hast dein Auto zurück. Und wir vermuten schon, dass es gar nicht sein Auto war. Okay, aber anscheinend hat er sein Wort gehalten und uns sein Auto gegeben. Glaube ich. Zumindest hat er das gesagt. Gehört das Auto jetzt uns? Naja, leveln wir erstmal wieder auf. Ja, das Auto gehört jetzt dir. Und das ist ein MCU-Programm auch, in dem Fall. Ne? Okay. Also, dann ist das ja das Auto. Okay. Sehr schön. Dann heilen wir uns kurz wieder. Wupp. So. Schwören wir Otep erneut. Und dann das Auto. Auto? Hm. Oh.
Outdoors only, must have normal shape and cannot be in a fight. Eigentlich sollte das alles erfüllt sein. Dann los. Auto? Jetzt wüsste, wie ich mein Auto aus der Tasche ziehen kann. Naja, mal sehen, was es noch so für Missionen gibt. Das zu machen. So, was haben wir denn dann noch so? Ach, so viele optionale Quests. Grocery Delivery? Nee. Nee. Increasing your NCU? Na, probieren wir das mal aus. Kannst du mal unten rechts auf das oberste Icon klicken? Dieses NCU und dann entsprechend so weit runterscrollen, dass NCU angezeigt wird. Sollte ich gemacht haben, ja. Und was steht da in Klammern? Neben NCU? 4 von 8. 4 von 8. Das Vehikel braucht 5. Das heißt, du müsstest irgendetwas deaktivieren. Na schön. Steht aber auch drauf, wenn du mit dem Cursor über dem Vehikel-Symbol bleibst. Dann steht da NCU okay. Cost 5. Ja, stimmt. Deaktivieren kannst du Programme, die jetzt aktiviert sind, einfach mit Rechtsklick in dem NCU-Programm. Oder in diesem NCU-Window. Ich glaube, jetzt habe ich das nur versteckt. Warum versuchst du Programme ins Inventory zu ziehen? Das verstehe ich nicht. Wo kommen die denn sonst hin? Wenn die da unter Programs sind, sind sie schon vollkommen richtig. Die kommen eher vom Inventory in Programs hinein. Na, ich denke, ich muss sie da rausziehen, damit das NCU wieder hochgeht. Nein, ach. In dem neuen NCU-Window, das du da geöffnet hast, durch diesen NCU-Knopf, ja. Da kannst du einen Rechtsklick auf die Programme, die jetzt aktiv sind, machen. Okay. Du hast jetzt auch effektiv ein Programm, was du hattest, irgendwie versteckt und jetzt nicht mehr Teil deiner Programs war. Das musst du jetzt irgendwie wieder reinkriegen, also. Yep. Oh Mann. Ach. So.
Versuch mal selbst nachzuvollziehen, wie man Anhalt quasi machen kann. Aber nicht schlecht, also. Es könnte ein bisschen schneller sein, ich weiß auch nicht. Naja. Aussteigen. Wie steige ich jetzt aus dem Auto aus? Hallo? Kann ich mich nicht mal mehr bewegen? Hallo? Ah, okay. Bei Programs ist dieses I, dieses Information-Symbol, und dann mit Linksklick gibt es den Eintrag Show Hidden Items. Na, okay, super. So, jetzt hänge ich mit dem Auto fest. Kann auch irgendwie nicht aussteigen. Ganz einfach. Du beendest das NCU-Autoprogramm auf dieselbe Art und Weise, wie du gerade ein Programm beendet hast. Okay, was hatte ich denn jetzt vorher für ein Programm drin? Alle Programme, die du besitzt, sind ja unter Programs. Im Inventory wirst du die eher nicht finden. Im Inventory sind ja eher die Sachen, die noch nicht in deinen Speicher geladen sind, wenn überhaupt. Die du noch nie verwendet hast. Naja, ich glaube, ich habe jetzt auch erstmal wieder genug von dem Spiel. Ich dachte schon, ich würde dich jetzt vielleicht bereits begegnen da in Newland. Ich weiß auch nicht, ob ich das Tutorial jetzt einfach abbreche an der Stelle.